Hallo, guten Morgen, Merry Christmas. Ich bin irgendwie aus keinem wirklich logischen Grund heute mega weihnachtlich unterwegs. In meiner Wohnung hat es eigentlich außer Kerzen keine spezielle weihnachtliche Dekoration. Hier von meinem Sohn habe ich noch diese Weihnachtsmütze gefunden, die er als kleiner Junge hatte. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir gestern wirklich so eine geile Energielesung hatten. Also das war eigentlich war es eine Zoom-Party. Es waren mega tolle Frauen dabei. Und es ist so, so wunderbar, wenn man einfach mal zwei Sachen macht. Was wünschst du dir? Und wo stehst du gerade? Und dann die Energie anschaut, okay, von dir, wo stehst du gerade? Und was wäre die Energie, was müsste die Energie von dir sein, wenn du im erfüllten Wunsch leben würdest? Und es ist eigentlich so, so simpel vom Prinzip her, aber von der Umsetzung her haben wir da wie so ein Schleier, wie so Filter, wie so Vorhänge von all unseren Vorstellungen, unseren Gesetzen und unsere inneren Gesetze, nach denen wir leben, wobei wir überhaupt nicht mal wissen, was diese Gesetze sind, nach denen wir leben. Aber wir haben Gesetze, wir haben Vorstellungen, wir haben Regeln, die haben wir in unserem Unterbewusstsein eingebrannt sozusagen und wir sind dessen nicht bewusst. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich bin der Weg zu meinen Wünschen und Träumen. Und was heißt das? Ich als Behälter, als energetischer Behälter, als Behälter von allen Energien, die ich in mir trage. Und wenn diese Energien, die ich in mir trage, dementsprechen, was ich gerne leben und erleben würde, welche Wünsche, welche Lebensumstände, welche Ansichten, wenn ich dieser Energiebehälter bin von all dem, was ich mir wünsche, vom Glücklichsein, vom Gesundsein, vom Fröhlichsein, dann habe ich ein Leben kreiert und generiert, das genau dem entspricht. Also bin ich der Weg, meine Energie, mein Selbstbild, mein Selbstkonzept ist der Weg zu all meinen Wünschen. Egal was es ist, ist es Geld, ist es Freude, ist es Freunde, ist es eine Liebesbeziehung, was es immer ist, es geht durch mich hindurch und kommt aus mir raus. Also bin ich logisch der Weg. Tolle ist ja daran, wenn ich das mal verstanden habe, dann suche ich nicht mehr im Außen, dann versuche ich nicht mehr im Außen Dinge zu kriegen, zu haben, zu kontrollieren, zu manipulieren, zu verändern, sondern dann komme ich immer wieder zu mir zurück. Und das allererste Wichtigste ist, dass du das verstehst, dass man das versteht, dieses Verständnis im Kopf, weil unser unterbewusstes Verständnis ist, da draußen ist was, ich brauche noch das und ich brauche noch das von dem und dieser Mensch muss das machen oder ich muss mir schönere Kleider kaufen, ich brauche ein neues Haus, ich muss das und das. Und das wird im Coaching insbesondere gelehrt, dass du vor allem dich darauf konzentrieren musst, dass du dir Symbole holst, kaufst, herholst, die dich dann darin bestärken, dass deine Sache zu dir kommt. Aber wenn du verstehst, dass es genau den anderen Weg geht, sondern dass der Weg durch dich dorthin geht und nicht von der Sache, die du dir wünschst, dass die zu dir kommt. Und deswegen ist es auch so verwirrlich manchmal, wenn ich mir überlege, wie funktioniert das Gesetz der Anziehung, ja, wie kann ich die Sachen anziehen oder wie kann ich es herziehen, aber das Gesetz der Anziehung, das funktioniert eben anders, weil indem ich diese Energie in mich hineinziehe, kommt
mein Wunschleben, meine Wunschsache aus mir heraus. Ja? Also Anziehung ist eigentlich für den Kopf ein bisschen falsch, weil ich immer wieder dorthin schaue, wo die Sachen nicht sind, und zwar ins Außen, und dann meine, wie könnte ich mir das anziehen, durch was könnte ich mir das herholen. Aber die Wahrheit ist nun mal, ich bin der Weg, die Energie in mir ist der Türöffner oder der Türverschließer für die Sachen, die ich gerne hätte, die ich gerne erleben möchte. Und da haben wir gestern so, so geile Sachen wieder rausgefunden. Aber eine wunderbare Frau, die war einfach die Energie, die ihren Traummann abstößt. Ja? Und sie wollte ihn immer anziehen, aber in Wahrheit war sie die Energie, die den Traummann abstößt. Der hatte in der Energie, wo sie war der quasi in ihrem Kopf, war ihr Traummann weg. Der war weg. Und in dieser Vorstellung, in dieser Energie ist sie durch den Tag gelaufen. Wo ist er? Wieso kommt er nicht? Wieso meldet er sich nicht? Jetzt ist ja Weihnachten, er müsste sich doch melden. Aber in ihrer eigenen Überzeugung hat sie mit einem Traummann kommuniziert, der weg war, der sich nicht gemeldet hat, der sie nicht wichtig fand, der nicht bei ihr sein will. Sie hat sich da eine ganze Geschichte, eine ganze Welt zusammengebastelt, in der sie gelebt hat. Und diese Welt hat sie im Außen gezeigt bekommen. Und durch die Energielesung konnte sie merken, konnte sie verstehen, wie sie ihre Energie genau so aufbaut, dass sie eben nicht der Weg ist zu ihrem Wunsch, sondern dass sie tatsächlich die Blockade ist zu ihrem Wunsch. Ja? Und das ist es. Entweder sind wir der Weg zu unserem Wunsch energetisch, wir machen alles auf, unsere Energien sind so on point, dass wir mit dem Wunsch quasi schon verbunden sind und leben, bevor es sich im Außen sichtbar macht. Oder wir sind einfach diese Blockade und sagen, nee, nicht mit mir. Und das sind natürlich alte Verletzungen, das sind alte Glaubensmuster, das sind alte Annahmen, die uns logisch, das ist alles so, so verständlich, dass wir das machen. Aber energetisch baut es einfach einen Block auf. Es baut einen Rambock auf. Das sagt, komm ich zu mir, Wunsch, ja? Und emotional kann man das alles verstehen und du bist böse und du bist verletzt und du bist wütend und du bist ärgerlich und das ist all das, was menschlich ist. Und genau hier beginnt dieses energetische Management, dass wir eben genau erkennen, dieses Menschliche, wo wir auch oft so viel Anerkennung und Mitgefühl bekommen und auch suchen, kreiert genau die Energie, die uns von diesen Wünschen trennt und abhält und blockiert. Und das ist eigentlich so traurig, weil in dem Moment, wo du das verstehst, fallen dir alle Schuppen von den Augen und du denkst, fuck, fuck, fuck. Und dann geht es darum, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das hin, dass ich diese ganze menschliche Energie mit all diesen menschlichen Emotionen und Verletztheiten, dass diese mir eben nicht mehr im Weg steht und nicht mehr meine Wünsche, meine Träume, egal was es sind, Geld, Traumbeziehung, Freude, Glück, Reisen, dass diese Wünsche, die in mir noch aktiv sind, diese Verletzungen oder diese Enttäuschungen, das sind alles Energien, die abstoßen. Die Dinge, die du wirklich haben möchtest. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Natürlich geht es auch immer wieder um Geld. Wie kann ich zu mehr Geld kommen? Und da ist auch generell immer wieder die Sache, dass die Leute, die sich mehr Geld wünschen, sich zum ersten Mal nicht eingestehen, dass sie wirklich, wirklich viel Geld möchten. Weil sie doch immer noch glauben, da ist was nicht gut dran an diesem Wunsch. An diesem Wunsch,
den Wunsch wirklich zu verkörpern, viel Geld zu wollen, das heißt für mich eben auch, allen Menschen auf dieser Welt zu sagen, ich möchte viel Geld. Ich finde Geld eine tolle Sache. Das kommt heutzutage in unserer Gesellschaft, kommt es manchmal so rum, wie wenn ich sage, ich möchte wirklich viel Geld, wenn ich das wirklich ausspreche, habe ich das Gefühl, dass alle da draußen mich anschauen wie irgend so eine gierige, herzlose Tante. Und solange ich dieses Bild natürlich habe, dass Menschen, die offen aussprechen, dass sie viel Geld wollen und dass sie viel Geld lieben, dass dann das in den Menschen, also in den anderen Köpfen gleich aufgeht, was man für ein schlechter und oberflächlicher Mensch ist und dass man das nicht wollen darf, viel Geld. Und dass die Menschen, die viel Geld wollen, dass die gleichzeitig eben herzlos, gierig und was weiß ich nicht sind. Und den Menschen in den Köpfen kann nur eine andere Vorstellung von viel Geld und von Okayness zu viel Geld kommen, wenn es genügend Menschen gibt, die das präsentieren und die das zeigen und die sagen, es ist absolut okay, dass du viel Geld möchtest. Und einfach nur die Tatsache, dass du viel Geld möchtest, bedeutet weder, dass du gierig bist, bedeutet weder, dass du gierig bist oder dass du ein schlechter Mensch bist oder dass du, das kam gestern übrigens auch auf, dass du Leuten das Geld aus der Tasche ziehst. Das sind alles solche Paradigmen, solche Denkmuster, die energetisch in dir wohnen. Und die sagen ganz klar, diese Energie hat ganz klar die Wirkung, Geld bleibt mir vom Leib. Oder in großen Mengen bleibt mir vom Leib. Jeder hat ja noch so sein Minimum, wo er sagt, dieses Art von Geld, diese Summe von Geld, diese Summe von Vermögen finde ich jetzt noch okay. Und jeder, der mehr Vermögen hat, da, wenn ich das hätte, dann wäre ich nicht mehr okay. Aber das liegt nicht da an der Summe, es liegt nicht an dem Vermögen, es liegt nicht an der Masse des Geldes, weil mittlerweile wissen wir ja alle, es gibt unendlich viel Geld. Aber wenn ich hier noch in mir Glaubenssätze, Überzeugungen habe, dass wenn ich mehr Geld als mein, sage ich mal, energetisches Minimum habe, dass ich dann plötzlich negativ werde. Und das will ja niemand. Und das hält fern. Es war auch eine wunderbare Frau dabei in unserer Energielesungsparty. Sie hat gesagt, ich will mehr Kunden. Ich will mehr Kunden. Ja, warum? Ja, weil ich mehr Menschen helfen will, weil ich mehr Menschen unterstützen will. Aha, machst du es gratis? Nein, natürlich nicht. Ja, aber willst du jetzt mehr Kunden oder willst du mehr Geld? Und dann kam sie in Clinch, ja, und ich stelle immer solche Fragen extra, damit einem klar wird, was geht überhaupt bei mir ab, weil jeder Gedanke generiert sozusagen eine energetische Vortex, einen energetischen Strudel, der entweder dazu führt, dass du geöffnet bist für deinen Wunsch oder dass du verschlossen bist für deinen Wunsch. Und dann hat sie selber gemerkt, ui, da ist ja wohl eine energetische Verstopfung, weil irgendwie will ich ja Geld, aber ich traue es mich nicht zu sagen, weil ich nicht sagen traue, ich will mehr Geld haben, sondern ich sage halt durch die Blume, ich werde mehr Kunden. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mach's doch gratis, wenn es dir nicht ums Geld geht. Und dann hat sie sich wieder, ich meine, es ist nicht sie, ja, sondern es ist die Denkweise. Das ist, Denkweisen sind nicht mal was Persönliches, das muss man sich auch mal klar machen, ja. Denkweisen sind nicht etwas Persönliches, Denkweisen sind Denkweisen. Es sind Art und Weisen zu denken und die wiederum ergeben Energien und die hausen in dir. Aber es ist eine Denkweise, die in dir haust, also es ist etwas komplett Unpersönliches, wie du denkst. Deswegen ist es auch total ungefährlich, das mal anzuschauen und zu sagen, scheiße, was habe ich denn für eine Denkweise? Und das kriegst du alleine fast nicht hin. Du kannst schreiben, du kannst selber Videos machen
um rauszufinden, was sind denn meine Denkweisen, aber so penetrant, wie ich dann bin und nachher sagt, ja, und dann willst du kein Geld, dann arbeite doch gratis. Nein, gratis will ich auch nicht arbeiten. Ja, aber wenn es dir nicht, geht es dir dann doch nicht ums Geld, willst du doch nicht das Geld. Ha, nein, ich will nicht das Geld. Und das ist, wenn du das mal hörst in so einer Konversation, dann spürst du sofort, wie eigentlich die Energie sagt, die Energie ist da, Geld bleibt mir vom Leib. Geld bleibt mir vom Leib. Und so viele Menschen funktionieren nach diesen Denkmustern und fühlen sich dabei noch ethisch und haben das Gefühl, sie machen was Gutes und denken was Gutes, aber gleichzeitig denken sie sich das ganze Geld, die ganzen Investments, die ganzen Möglichkeiten, die ganzen Dinge, die sie mit Geld eben selber erleben können und anderen ermöglichen können, die sind alle weg. Das ist eine riesengroße Blockade, wenn ich nicht diese Sachen klar für mich habe. Und das sind so multidimensionale Denkmuster, die kommen als eine Energie raus und ein Mensch wie ich, der kann diese Energie packen, weiß genau, was dahinter steckt und ich sag's dir dann. Und dann stehst du da und sagst, jetzt habe ich Jahre zum Teil damit verbracht, Geld zu manifestieren, Geld anzuziehen und es kam nie, weil ich es ja abbestellt habe, weil ich durch diesen Gedankengang, durch diese Energie, die in mir gewohnt hat, durch diese ganzen Vorstellungen, habe ich jeden Tag gesagt, bitte kein Geld. Und dann habe ich gesagt, bitte Kunden, aber kein Geld. Also kriege ich nur Kunden, die kein Geld haben oder die nicht bezahlen wollen. Es ist ein energetisches Kommando, das in uns wohnt. Und es wird umgesetzt, es wird ausgeführt. Und wenn dahinter der Gedanke, die Energie sitzt, Geld ist unethisch. Und wir haben übrigens dann auch noch im Verlaufe unseres geilen Meetings rausgefunden, wo es herkommt, obwohl das unwichtig ist. Ja, das ist nicht wichtig, wo diese Energie herkommt. Wichtig ist, dass du es rausholst, dass du es anerkennst, dass du siehst, what the fuck, kein Wunder kommt, kein Geld, da kann ich ja lang manifestieren, wenn ich es unbewusst die ganze Zeit abbestelle. Also, haben wir rausgefunden, dass ihr Vater, als sie angefangen hat, als Coach, als Heilerin, als Beraterin tätig zu sein, mal zu jemandem gesagt hat, als sie gefragt wurde, was machst du denn? Und zwar hat er gesagt, die zieht den Leuten das Geld aus der Tasche. Und das haben wir alle schon mal auf die eine oder andere Art und Weise gehört oder uns selber zusammen gedacht. Und ich schwöre euch, bei ganz, ganz vielen ist es noch aktiv, insbesondere im Bereich Heilung, Beratung und Coaches, weil die Ärzte ziehen ja den Leuten übrigens nicht das Geld aus der Tasche, weil die ziehen es ja aus der Tasche von der Versicherung. Das ist ja kein Problem, oder? Das ist nicht schlimm, weil wir haben da eine Versicherung dazwischen gestellt, die bezahlt es für uns. Und wenn ich die ganze Zeit zum Arzt gehe, dann zieht der Arzt mir nicht das Geld aus der Tasche oder wenn er mich irgendwo vielleicht sogar schon abhängig macht, dann zieht er mir auch nicht das Geld aus der Tasche, weil das zahlt ja die Versicherung. Und da siehst du mal einfach nur den Unterschied. Wenn du den Arzt selber zahlen müsstest, wie es vielfach in Amerika ist, hättest du auch das Gefühl, dass er den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Und deswegen kann ich dir auch sagen, ist es ein Ding, warum die Heiler, Coaching, Unterstützer, Beraterbranche in einem Land wie Amerika so viel mehr anerkannt ist und so viel mehr wertgeschätzt wird, weil die Denkweise, weil dort eben das nicht so ist, dass alles, was Heilung, Unterstützung bedeutet, dass der Mensch das von der Versicherung gezahlt kriegen muss. Ja? Und das muss in unsere Köpfe. Und das ist das Energetische, das ist die ganz andere Energie, wenn du das auch siehst, wenn du die Berater- und Heilerbranche in Amerika ein bisschen
beobachtest, dann siehst du, dass sie mit einem ganz anderen Selbstwert, mit einem ganz anderen Selbstverständnis ihre Angebote präsentieren, weil genau diese Reihe, man zieht den Leuten das Geld aus der Tasche, wenn ich mich entlohnen lasse dafür, dass ich sie ihnen helfe und unterstütze. Was für ein Blödsinn. Was für ein Blödsinn. Und das ist nicht nur bei Heilern und Beratern, bei allem, was hilft und unterstützt, was wirklich hilft und unterstützt. Die Leute, die wirklich helfen und unterstützen können, haben immer noch das Gefühl, sie ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche. Und die Leute, die das für sich geändert haben, die Energie für sich geändert haben, die sind letztendlich auch wirklich erfolgreich mit dem, was sie tun und erzeugen auch Erfolg in Form von Wirkung durch das, was sie tun, durch das, was sie anbieten. Und das ist der größte Wunsch und das ist der größte Traum, den wir alle haben, dass wir morgens aufstehen und sagen, ich will dadurch, dass ich morgens aufstehe, dass ich hier unterwegs bin, will ich grandiosen Erfolg, tolle Wirkung, Freude, Gesundheit, Liebe, Respekt, Wertschätzung vermitteln. Und ich bin der Weg. Ich muss es alles erst für mich klar haben. Ich muss dieser energetische Behälter sein für all das, was ich mir im Außen wünsche zu sehen und zu erleben. Und einen anderen Weg in die andere Richtung wird es nicht geben, weil Energie lügt einfach nie. Und das ist ein anderes Denken in Energien. Das ist nicht ein Denken in gelernter Ethik oder in sozialen Werten, wie zum Beispiel Mitgefühl oder Mitleid, all diese Dinge, ja, das hält uns genau da, wo wir sind. Das hält uns in einer Energie, wo immer Wünsche außerhalb von mir sind, wo Wünsche weit weg sind, wo mein Traumleben weit weg ist, wo alles, was ich eigentlich haben möchte, weg von mir ist, weil ich es nicht geschafft habe, genau das zu integrieren, die Energie meiner Wünsche, meiner Träume, meines Wertes, meiner Wertschätzung, meiner Heilung, meiner Heilheit in mir selber zu integrieren. Und es wird sich zeigen in dem Manifest, was dir begegnet. In deinem Körper, in deinem Bankkonto, in deinen Beziehungen, in deinem Business. Deswegen kommen auch immer Leute zu mir, die entweder Liebeskummer haben oder körperliche Schmerzen haben oder seelische Schmerzen haben, weil all dieses Leid, das dir quasi von außen zugefügt worden ist oder das du im Außen erkennst als Symptome, ist in dir selber zu lösen. Und das ist meine Spezialität, weil ich alles probiert habe und weiß, wie es wirklich funktioniert. Es gibt dieses Prinzip der Energie. Wir sind energetische Wesen. Energie hat keine Ethik, Energie hat keine Normen. Aus diesem Grund gibt es eben auch mein Shift gestern war instant. Oh mein Gott, ich freue mich so. Hey, Party, Party, Party. Ah, cool. Mega, mega, mega. Hey, es ist so viel möglich, wenn wir wirklich dahin gehen und hands-on. Und ich bin halt eine, ich bin absolut hands-on. Ich pack dich so, dass du es verstehen kannst, wenn du mich lässt. Ich vergewaltige dich natürlich nicht, aber wenn du mich lässt, dann packe ich dich genau da, wo es in deinen Kopf reingeht, wo es instant reingeht. Und das ist eines der schönsten Dinge, die mir, ja, die für mich möglich sind. Und deswegen schaut euch meine Angebote an. Heute gibt es noch für Weihnachten bis zum, also heute noch 6.000 Euro für 12 Monate, wirklich Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und ich meine, der eine Wunsch, wir wollen so viel mehr, wir wollen so viel mehr sein, weil wir so viel mehr sind. Deswegen lange, lange, gebt euch Zeit, mehr Wünsche zu wollen, mehr Wünsche zu realisieren. Weil wenn du merkst, eine Sache habe ich geknackt,
dann weißt du, du kannst alle Sachen knacken, die dich noch begrenzen, noch behindern oder vielleicht noch klein halten. Das ist so geil. Also, und was haben wir noch? Wir haben Ultramind, wir haben einen Haufen Masterclasses, wir haben Einführung in Divine Design Energetics. Ich erkläre es immer wieder anders, bis es irgendwann mal Shift macht. Und lass dich drauf ein, das in dein System zu integrieren. Und dann lebst du anders. Dann weißt du, was zu tun ist, damit du der Weg zu deinen Wünschen bist. So geil, mega Weihnachtsgeschenk. Ich freue mich riesig, riesig, riesig. Und wir gehen einfach ins Fairy, Fairy Wonderland und unser Kopf kommt mit. Habt einen wunderschönen heiligen Abend heute und wir sehen uns wahrscheinlich schon morgen. Ich bin so inspired von all dem, was da passieren kann. Bis dann. Tschüss.